Wir reden schon über den nächsten großen Hammer in Sachen Rücktritte. Ja, diesmal sportlicher Natur. Bundesliga-Rückkehrer Jürgen Klinsmann, der hat hingeworfen. Keine 3 Monate war er als Cheftrainer von Hertha im Amt. Aber Aufsichtsratsmitglied, das will er noch bleiben. Schauen wir mal, ob das auch so klappt. Tobias Starnberger hat erste Reaktionen von enttäuschten, erschütterten Fans. Es ist das erste Training ohne Klinsmann. Ohne ihren Chef bereitet sich die Mannschaft auf das Spiel gegen Paderborn am Wochenende vor. Völlig unerwartet ist er am Vormittag zurückgetreten, nach nur 11 Wochen im Amt. Klinsmann war als großer Hoffnungsträger gekommen. Die Fans sind überrascht. Also ich habe es gerade eben erfahren und bin ehrlich gesagt geschockt, dass es so kurzfristig gekommen ist. Die haben halt sehr viel reingesteckt. Und am Ende hat es nicht so funktioniert, wie sie es wollten. Und natürlich sieht es dann an den Ergebnissen nicht so aus. Besonders brisant, der Rücktritt trifft den Verein unvorbereitet. Die Hertha wusste von nichts. Mittlerweile haben die Berliner die Meldung bestätigt. Der ehemalige Bundestrainer erklärte seinen Entschluss mit fehlendem Vertrauen bei dem Berliner Club. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden, schreibt er bei Facebook. Zuletzt hatte er das Team im Abstiegskampf stabilisiert. Allerdings ist die Hertha im Pokal rausgeflogen und auch gegen Mainz ging nicht viel. Dabei hatte der Verein kräftig investiert. Für Kunja, Toussaint, Piatek und Askar Kibar blätterte der Club fast 80 Millionen Euro hin. Eine Investition in das Projekt Klinsmann. Der 55-Jährige soll sich bereits von der Mannschaft verabschiedet haben. Er will aber Aufsichtsratmitglied bleiben. Zugeschaltet vom Hertha-Trainingsgelände in Berlin ist Paul Willmann. Paul, lass uns ein bisschen spekulieren. Was sind die möglichen Gründe für diesen Rücktritt? Also es muss schwere Zerwürfnisse gegeben haben, weil ich sag mal, das Schlussmachen via Social Media, das ist schon in zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich ein No-Go. Und ich habe schon viele Trainerentlassungen begleitet, aber das auf diese Art und Weise habe ich auch noch nicht erlebt, dass hier ein Trainer tatsächlich einen Facebook-Post zuerst schaltet und dann im Prinzip die Geschäftsführung informiert. Das ist ein sehr, sehr fraglicher Vorgang. Und dann noch die Aussage, weiter im Aufsichtsrat bleiben zu wollen, das ist schwierig zu vereinbaren. Denn da muss das Verhältnis tatsächlich sehr, sehr zerrüttet sein. Wir haben hier mit den Spielern, die noch beim Training waren, noch kurz sprechen können. Viele haben sich nicht geäußert, dass man eher Zurufe von Weitem, das sei so frisch, hat beispielsweise Niklas Stark noch gesagt. Man wollte sich nicht so richtig dazu äußern. Einer hat dann aber doch das Wort ergriffen, vielleicht stellvertretend auch für alle. Und man merkt, finde ich auch, bei Marco Grujic am Ende, dass es doch sehr überraschend kam. Nein, Gründe hat er uns keine genannt. Er hat gesagt, es war in den letzten beiden Monaten eine gute Zusammenarbeit und dass er diese Entscheidung treffen musste. Wir müssen jetzt einfach damit leben. Von uns Spielern war wirklich jeder überrascht. Und nicht nur das, man hält sich sehr, sehr bedeckt bei der Geschäftsleitung. Auch hier beispielsweise Michael Preetz hat sich noch nicht rausgewagt. Man hat ein Pressestatement rausgegeben. Es wird allerdings keine Pressekonferenz geben. Man ist völlig überrumpelt worden, das kann man ganz klar sagen. Auch allein deswegen, weil Jürgen Klinsmann ja auch ein Trainer ist, der gerne nicht kurzfristig, sondern langfristig denkt, der immer von dem großen Ganzen spricht, der gestern noch mit Fans einen Facebook-Chat hatte, darüber über den SC Paderborn, den nächsten Gegner, gesprochen hat. Und natürlich das große ganze Projekt viel und ganz, ganz oft ist über Europa gesprochen worden, über die Ambitionen des neuen Hauptstadtclubs, wie er ihn ja dann immer auch wieder genannt hat. Also da war viel Pathos dabei und am Ende ja, ist es doch ein ziemlich ja, rüpelhafter Abgang, kann man eigentlich sagen. Paul, vielen Dank für die Einordnung. Dankeschön.